Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Assassin's Creed Unity. Hier sind wir wieder mit unserem Arneux-Fassaden-Kletterer. Ja, sieht wie immer wunderschön aus, unser Paris. Naja, die Straßen sind nicht immer so schön. Ja, würden wir gerne. Wo bist du denn, du Vogel? Seh dich nicht, du Vogel mit dem Ohrleien. Ist der da drin? Der ist bestimmt hier drin. Hüpf mal runter. Komm, Arno. Da unten hockt er. Kritik am Kritiker. Na gut. Pierre Beaumarchais, Bühnenautor, Diplomat und bon vivant. Es hieß, ihr könnt mir helfen. Die Zensoren unterdrücken neue Stücke. Darunter auch eines von mir. Oh. Sie zahlten für eine schlechte Kritik und wollen nun die ganze Inszenierung zensieren. Könnt ihr die Kritik stehlen, bevor sie gedruckt wird und dann, die Zensoren zensieren? Wir sollen die Zensoren zensieren. Das hört sich nach einer einfachen Aufgabe an. Lass ich mal durch. Tante. Lololo. 80 Meter. Jawohl, hier ist wieder Randale. Die Franzosen sind ein streitsüchtiges Volk anscheinend. Ist ja nur Spaß. Oh, da vorne stehen direkt drei Mann. Das ist nicht gut. Da müsste ich mich verkleiden. Guten Tag. Wo hast du die Wertjacke? Ich habe keine Zeit. Hey. Nee, 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 nee. Ey, hör mal, ich will da weg, du blöder Hirni. Warum ist er da immer wieder gegen gerannt? Kannst du mir erzählen? Jetzt schießt er mir ein Kreuz, sehr schön. Hier schießen wir auf die Typen hier. So, den haben wir schon mal bestohlen. Verdammt. Was war das denn jetzt? Das war's schon, das kann nicht wahr sein. Das habe ich halt weggedrückt, weil ich den ausplündern wollte. Den Kerl. Finde den Hauptzensor. Da hinten ist er. Hm. Na gut, ich sauf trotzdem hier einen Schluck von meiner guten alten Medizin. Hier sind richtig viele Randale-Typen. Hör auf zu meckern, Wachen. Hier sind nicht noch Wachen. Ich glaube, wir gehen mal übers Mäuerchen. Kommst du hoch? Ach, ah nö. Sonst hüpfst du überall drüber. Die sind ja am Knutschen direkt neben dem Scheißhaus. Lecker. So, gehen wir mal hier durch. So. Aus Zufall läuft uns auch noch der Typ direkt über den Weg. Wo geht's hier rein? Jetzt rein, drüber, durch. Müssen wir mal gucken. Hier, sieht doch ganz gut aus. Mahlzeit. Pardon? Oh, jede Menge. Jede Menge. Autoren, der Abschaum der Gesellschaft. Wir sind immer die Gemäßigten. Hatte ich schäm mich hier um die Ecke. Dann kannst du reinkommen, kriegst du einen auf die Nuss. Ne? Guck, guck, hier bin ich. Will er nicht? Ne, er steht da hinten. Er steht da dumm rum und erzählt Mist. Hier bin ich. Warte, 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 warte. Ey! Deine gegenrevolutionären Tage sind gefällt, du Hund! Au, au, au,
au. Lass das. Jetzt hör mal. Jetzt zum Schluss. Ich will weg hier, ich will weg. Die machen mich platt. Lauf hier in die Hütte. Jetzt machen platt. Schiebt ihm den Stahl in den Rücken. Hau ihn doch endlich auf die Rübe. Das hat wehgetan. So. Mal direkt um die Ecke, hau ihn dann rein. Zack. Wunderbar. Gut gemacht. Boah, das war aber eng. Das war aber wirklich mal eng, dass wir hätten verrecken können. Kurz davor, den Löffel abzugeben. So, die Typen da oben haben wir auch. Das heißt, wir können mal nachgucken, wenn wir einen Dietrich hätten. Ich glaube, wir haben keinen einzigen Dietrich. Lauf! Ich liebe eine schöne Jagd. Ich nicht. Hau ihn einen vom Kopf. Gar nichts hast du. Das war's schon. Okay. Ja, ich weiß, manchmal schwenkt der ein bisschen blöd und man kann das nicht richtig sehen, aber da habe ich keinen Einfluss drauf. Der schwenkt da teilweise sehr wild hin und her. Ja, noch eine Medizin habe ich. Das ist sehr wenig. Ich müsste gleich mal auf der Straße ein paar Typen abschlachten und die wieder ausnehmen. Ich glaube, einen Dietrich haben wir keinen. Lass mal gucken. Geh mal runter, Arnö. Lass mal gucken. Wie sieht's aus? Ein. Oh. Oh, fucking. Noch ein. Yippie. Und hoffentlich hat es sich gelohnt. 250 Franc. 44 Kisten in diesem Bezirk. Aus dem Gebiet fliehen wird ja nicht so schwer sein. Die feiern. Diesmal ist Party angesagt. Ist hier wer? Was ist mit denen? Warum wurden die mir angesagt? Die waren freundlich. Okay. Kritik am Kritiker war ja sehr einfach, möchte ich sagen. Ja, dann schauen wir mal kurz die Map, wo wir hier sind. Ein bisschen verärgert mich, dass das hier die Nostradamus-Rätsel, die kann ich irgendwie nicht anfangen. Der sagt, wird schon eins laufen. Ja. Wieso, warum, weiß ich nicht. Artefakt in Fortschrittsanzeige gucken. Ja, was ist damit? Die habe ich schon gefunden, drei Stück. Ach, mit den beschissenen Add-ons, das kannst du vergessen, mein Freund. Dämlichen Add-ons werde ja nicht noch mit Add-ons rumfriemeln, das finde ich doof. Eher gesagt, total beschissen. So. Da ist noch ein Artefakt. Was ist hier hinten? Oh. Tja, hier sind nur noch die Dinger hier. Ja, nützt nichts. Wir werden jetzt mal zu dem blöden Rätsel hingehen. Ach, schrei doch nicht direkt. Ich muss jetzt mal gucken, wo es ist. Ist im Norden ungefähr. Norden. Da. Lass dich durch, Pöbel. Elender. Hier, ich gehe über die Mauer und dann da hinten lang. Ich meine, über Dach bin ich schneller angekommen, ne? Doch. Ja, dann kletter mal hoch an. Ah, der Verbrecher, schnell, geh runter, heb um die Ecke, lauf. Gut. Das denn? Ja. So, sehr gut. Ja, bitteschön. Warte, ich möchte noch gucken, ob er Medizin oder ein Dietrich dabei hat. Deswegen habe ich ihn um die Ecke gebracht.
Da, Medizin, siehste? Ich kenne doch meine Pappenheimer. Die haben immer was dabei. So. Hier waren wir eben, glaube ich. Wir müssen da aufs Dach hoch. Und dann hier in der Gasse, da waren die ganzen Leute. Da müsste ich gleich mal rein, ein paar Typen abschlachten. Ja, wo denn? Wo denn? Jetzt ein bisschen Nord. Hier aufs Dach. Machen wir mal hier lang. Kommt er da hoch? Hüpfen wir eine Runde. Hier oben ist das. Komm, rauf, rauf, rauf. Hep. So. Noch ein Stückchen. Das war nicht das, was ich gesucht habe, aber die Kokarte nehme ich natürlich auch mit. So, lass mal gucken, wo sind wir hier? Okay, dann müssen wir nach da. Da hinten ist es doch. Siehst du? Ja, bin ich mal gespannt. Komm. Lalalala. Hüpf. So. Und das fangen wir jetzt an. Jawohl. Ja, machen wir. Weil ich keinen Plan habe. Ach, jetzt mach doch das Scheißding weg. Ich sehe es doch nicht. Ah, nervt das. Eingezäunt in ihren Garten steht die geflügelte Kriegerin. Unbewegt und unbeweglich, genau in ihrem Herzen des Kreuzes. Hä? Was will er von mir? Eingezäunt in ihren Garten steht die geflügelte Kriegerin, unbewegt und unbeweglich, genau im Herzen des Kreuzes. Im Herzen des Kreuzes, was soll das sein? Wie soll ich das lösen? Erklär mir das. Moment, bestimmt die Statue. Da habe ich keinen Peil, was das sein soll. Schön. Löset erste Rätsel. Artefakt freigeschaltet. Hä? Und nun, wo finde ich den Quatsch? Ja, da weiß ich leider überhaupt nicht, wie das funktioniert mit dem Artefakt. Da bin ich zu blöd für. Was soll das? Da unten ist sie doch, die Kriegerin. Ja, hüpfen runter. Komm, Arnö. Kannst du das nicht? Geh runter, einfach runter. Zack. Da ist sie. Tag, meine fromme Kriegerin. Ach, hier geht's weiter. Bis in alle Ewigkeit ficht... Oh, Mann! Moment. Ist es jetzt soweit? So, also. Bis in alle Ewigkeit ficht die Kriegerin ohne Unterlass. Sie zielt mit ihrem wehrhaften Speer bereit zum Angriff auf die Dämonen. Wohin zielt sie denn? Na, auf den Kirchturm. Das hat nicht kapiert. Wo hast du die Wertsachen? Warte. Ich nehme hier alles auseinander und finde sie ohnehin. Sag es und ich lasse dich leben. Ja, Irrtum. So. Plop, plop. Ce n'était pas les vieux. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Nix alert. Habe ich dem Mann gerade das Leben gerettet? Gibt's keine Alert. Ist alles in Ordnung, reg dich nicht auf. So, also ich glaube, die Tante hat doch... Ich höre es schon. Wir auch. Monsieur, Monsieur Détour.
Da ist der Dämon, da ist der Dämon. Müssen wir ganz nach oben? Wir gehen auf jeden Fall mal ganz nach oben. Ach komm, Arno. Nee, Geräusch wird leiser. Hüpf. Schöner Aussichtsturm. Kann man hier irgendwo runterspringen? Nein, kann man nicht. Okay. Was ist jetzt los? Abwärts geht schnell. Ist er das? Geh da rüber und lass dich fallen. So. Das war ja einfach. So, letzte Stufe anscheinend. Letztes Rätsel, ne? Ja. Zur Strafe oder zum Amüsement. Sieht das grüne Vermächtnis, was da los? Den erhabenen Läufer lauern auf den ruhenden Turm. Was? Zur Strafe oder zum Amüsement sieht das grüne Vermächtnis. Den erhabenen Läufer lauern auf den ruhenden Türmen. Die ruhenden Türme, ja, was? What the fuck? Hier oben? Da war ich doch gerade. Komm. Hallo, geh nochmal auf. Ist das der ruhende Turm? Nö. Man hört hier nichts. Läufer auf den ruhenden Türmen. Hört sich an wie so ein Schachding. Da ist der ruhende Turm. Okay. Wo sind die Läufer dazu? In dem Irrgarten da. Was denn jetzt? Blöder Hund, geh runter. Da hinten zum Turm. Runter. So? Kannst du hier oben runterspringen? Nein. Ich weiß, ich hab's gelesen. Geh doch runter, du Klon. Runter! Na also. Also. Erinnert mich daran, keine Umsetzung mehr von beschissenen Xbox oder PlayStation Spielen zu zocken. Geht einem nur auf den Sack mit der Steuerung und zwar erheblich billiger Mist. Ich hör's schon. Jetzt muss ich nur noch dahin. Auch ist der unten. Sprich schon drüber. Drüber will er nicht. Schluss knacken. Und ja, na klar, mein Freund. Ist klar. Kannst mich doch mal. Kommt er nicht drüber? Kannst hier drüber klettern? Er kommt nicht über die Tür. Ist klar. So, okay. Moment. Das ist er. Hallo. So. Ist nichts passiert. Ihr könnt weiter fummeln. Da ist der scheiß Turm. Tja. Na, hier ist er doch. Ist ja nicht eine zu viel, kann ich mitmachen. Geh mal rauf. Ist ja drüber gehüpft. Haha!
da haben wir doch unser erstes Nostradamus-Rätsel gelöst. Das war ja gar nicht so schwer. Also brauche ich auch keinen Hinweis mehr. Okay, Leute, vielen Dank. Ja, für eure Hinweise, die ich dann doch nicht brauchte, wenn überhaupt welche drunter stehen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Hau die Erde. Tschüss.